Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal, einer neuen Preview aus der Premier League. Und zwar vom 14. Spieltag haben wir heute das Spiel FC Sunderland gegen Leicester City. Da ist natürlich ganz klar, wer der Favorit hier ist. Und zwar ist es nicht der FC Sunderland, denn sie haben zwar schon eine gute, relativ gute Mannschaft, aber wenn man auf die andere Seite guckt, dann die Aufstellung von Leicester City ist nochmal was anderes. Das werden wir aber gleich erst tun. Und dann sagen wir schon mal, wir warten auf die Aufstellung, Regie. Ja, mal sehen, was sich Ranieri ausgedacht hat. Aber jetzt gucken wir uns erstmal die Aufstellung von dem FC Sunderland an. Und zwar, wir haben vorher natürlich Defoe mit drin. Waitmore ist dabei. Aber das war schon. Auf der Auswechselbank haben wir noch einen Pinar, einen Januzaj und einen Horto. Das ist natürlich schon mal noch was, was man nachlegen kann. Auf der anderen Seite haben wir vorne einen Slimani, Bali, King ist dabei, King, Drinkwater und natürlich auch der Maresch. Auf der Auswechslung haben wir noch einen Okazaki, den kennen wir aus der Bundesliga, einen Musa. Und ja, da sehen wir schon den Unterschied der zwei Mannschaften. Aber im Fußball kann alles passieren und deswegen gucken wir uns dieses Spiel einfach mal an, die Preview, und sehen dann, ob es im wahren Leben dann auch so kommen wird. So, hier kommt jetzt erstmal Jones mit einem Fehlpass, also das geht ja schon mal gut los für die Mannschaft. Und ja, das ist bisher ein Abtasten. Kleinen Schwung macht 20. Minute, Wadi läuft das Tor zu. Wadi könnte schießen, er schießt, aber Pickford hält den Ball. Sehr schön gemacht, auch von Pickford, denn Wadi ist ja bekanntlich der Torschützenkönig der letzten Saison gewesen und ist eigentlich bei sowas relativ sicher. Er hätte noch weiterlaufen müssen, finde ich, denn da war mehr drin. 25. Minute. Wieder von Drinkwater, eine Riesenchance. Also man merkt, der Meister der Vorsaison will hier schnell, relativ schnell das Tor machen und dominiert auch das Spiel. Von Sunderland kommt bisher noch nichts. Und das kann sich jetzt natürlich ändern. Jetzt kommt erstmal Dene. Oh. Denea schießt mit dem linken Fuß, ich weiß gar nicht, ob er Linksfuß ist, schießt jedenfalls knapp am Tor vorbei. Aber jetzt 32 Minuten. Wieder Wadi. Wieder schießt er ans Außennetz. Also heute hat Leicester City das nur im Außennetz. Aber jetzt auf die Chance davor nochmal zurückzukommen, ist halt wenigstens Sunderland auch mal eine Chance gehabt und somit sind sie nicht chancenlos, wie man ja schön sagen kann. 37 Minuten, Slimani, oh, O'Shea lenkt noch raus, aber Wadi macht ihn rein. Leicester City führt ihn ab der 37. Minute mit 1:0. Das hat natürlich O'Shea nicht so geplant wahrscheinlich, den so zu klären. Oh, der hatte keine Chance gehabt, der stand einfach nur. Und dann macht den Wadi durch die Beine von Pickford. Pickford hat eigentlich die Torwart-Ecke zugemacht, aber trotzdem geht der Ball durch. Hier sieht man es. Und somit fällt hier das erste Tor in der 37. Minute. Sie haben es sich verdient. Ist klar, bessere Mannschaft. Und Ranieri kann da mal ein bisschen jubeln. Nachspielzeit der ersten Halbzeit haben wir schon nochmal Pickford mit einer abgefangenen Ecke. Und jetzt ist Pause. Also Leicester City geht mit dem 1:0 in die Pause. Hochverdient, wie gesagt. Und mal sehen, was jetzt dann Sunderland so in der Pause macht. Hier sehen wir mal, Vardy hatte schon 3 Schüsse gehabt, nur ein Tor gemacht. Er hätte mehr machen müssen, eigentlich. Denn er war zweimal ganz knapp am Tor vorbei. Und ja, mal sehen, was passiert. Sie wechseln dreimal. Ketamol, Ndong und Denaya gehen raus, dafür Januzaj, Pinar und Rodwell. Also das komplette Mittelfeld von Sunderland ging raus und kam neu rein. King geht raus bei Leicester City und Amartey kommt rein. Nochmal was für die Offensive. Amartey kann auch mal gut ein Tor machen und ja, mal sehen, wie das jetzt sich ändert, denn Sunderland wechselt einmal das komplette Mittelfeld. Das ist schon eine Sache. Und faul gesehen, gibt aber nichts. Und wir sehen den zweiten Wechsel von Leicester City. Wadi geht raus, der Torschütze zum 1:0. Und dafür kommt der bekanntliche Okazaki. Den kennt man ja noch aus Mainz zu Zeiten. Hat er immer gut gespielt. Hier bei Leicester City kann er sich nicht so ganz knapp durchsetzen, weil eine Wadi davor ist, das ist ganz klar. So, nächste Ecke. Da ist der Ausgleich. Da ist doch tatsächlich der Ausgleich in der 62. Minute für Sunderland. Nach einer Ecke köpft ihn Koné einfach rein. Er ist natürlich ein Brocken da vorne drin. Dann und ja, macht somit den Ausgleich. Hier kann man es mal sehen. Setzt sich gegen zwei durch, gegen Hut, glaube ich. Und gegen wen noch? Ah, ich kann es nicht sehen. Vielleicht Simpson. Und ja, somit steht es 1:1. Bisschen überraschend. 69. Minute. Pinar. Weiter. Und dann Tor! Tor! Da ist das Tor! Da ist die Führung. In der 70. Minute. Für Sunderland gegen Leicester City. Die haben sie ein komplettes Spiel gedreht. Was für ein Knallerschuss, was für ein Strich. Waren es hier, ich kann es nur sehen. Vom Linksverteidiger. Schmeichel sieht ihn zu spät und er ist chancenlos. Er ist halb hoch, hätte er eigentlich haben können für eine Höhe, aber er war einfach zu krass geschossen. Und somit steht es 2:1. Und er macht es. Er macht diesen Strich. So, 76. Minute. Pinar auf Jones. Jones schießt 3:1. Da ist das Tor zum 3:1. Wieder ein Fernschuss. Wieder bestimmt 20 Meter von Jones. Die Verteidiger machen hier gerade die Tore. Krasse Sache. Leicester City ist komplett durcheinander. Was ist denn da los? Die sind eigentlich nicht als Meister. Sunderland spielt wie beim Handball im Kreis immer rum. Und irgendwann nimmt sich einer den Mut zusammen und hämmert aufs Tor. Und da konnte Schmeichel überhaupt nichts machen. Der war zu hoch und hat sich dann noch reingedreht. Ranieri ist komplett frustriert, weiß gar nicht, was los ist. Und 83. Minute kommt schon wieder. Wieder ein Tor! 4:1. Waitmore oder Waitmore macht hier das 4:1. Sunderland nimmt Leicester City komplett auseinander zu Hause. In der ersten Halbzeit sah es überhaupt nicht so aus. Schmeichel wieder zu spät, beziehungsweise keine Chance, denn er hat den Ball einfach nicht gesehen. Da standen so viele von seinem Team davor und steht einmal 4:1. Jetzt kommt nochmal Leicester City an die Außennetz wie immer von Maresch und damit ist das Spiel zu Ende. Sunderland dreht ein verrücktes Spiel, unfassbares Spiel in ein 4:1. Ich kann es nicht glauben. Was für eine Vorstellung von Sunderland. Hut kann es auch nicht fassen. Boah, da musst du also durchatmen. Da ging es ja am Ende jetzt noch richtig krass zur Sache. In den letzten 20 Minuten macht hier einfach mal Sunderland 3 Tore. Das kann man hier auch nochmal sehen. Ab der 70. Minute von Arnhold. Da ging es richtig los. Koné hat vorher natürlich einen Ausgleich noch gemacht, aber dann ging es richtig ab und Leicester City hat man nicht mehr gesehen. Falls euch das Video gefallen hat, mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen, gerne einen Daumen hoch da lassen, Kanal noch abonnieren und checkt mal die anderen Videos aus, die ich habe. Verlinkt sind sie und dann sage ich ciao, bis zum nächsten Video.